Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Orakel. Hier ist wieder euer Stürmi. Ja, heute ist der letzte Spieltag in der Bundesliga-Saison 2018-2019. Und heute spielt Bayern gegen Frankfurt. Und Bayern ist auf dem ersten Platz mit 75 Punkten. Direkt dahinter ist Dortmund mit 73 Punkten. Würde Bayern jetzt ein 1:1 spielen, würde Bayern Meister sein. Würde jetzt zum Beispiel Bayern zurückliegen und Dortmund würde gewinnen, wäre Dortmund Meister. Also mein Tipp wäre ein 2:1 für die Bayern natürlich. Ja, und heute ist für drei Kandidaten der Bayern das letzte Spiel. Und zwar Rafinha, Robben und Ribéry. Also ich würde hoffen, dass die heute von Anfang an spielen werden und irgendwann in der zweiten Halbzeit dann ausgewechselt werden. Jo. So, heute werde ich das Spiel Orakel mit den Match Attacks Action Karten. Und jo. Und ich hoffe, ihr werdet schön hier subscriben, also abonnieren. Abonnieren und Glocke aktivieren, dass ihr kein Video mehr verpasst. Und ja, und natürlich das Video liken, bis der Button blau ist. Ja, dann würde ich mal sagen, wir starten jetzt mit dem Orakel und die erste Halbzeit beginnt jetzt. So, wir schauen mal, hier sind natürlich 11 Karten drin jetzt. Und ich hoffe, dass vielleicht das Orakel genauso ist, wie ich das Spiel tippe. So, hier haben wir von Darmstadt Jones. Den brauchen wir natürlich nicht. Dann haben wir hier von Mainz Baku. Dann haben wir hier von Hoffenheim Brennet. Dann haben wir, oh, hier das 0:1 für Frankfurt durch Toro. Jetzt muss ich mal die Booster hier hochlegen. Zack. Ja, dann haben wir hier von Schalke Breel Embolo. Oder Breel Embolo, wie Ralle immer sagt. Hier haben wir Sancho von Dortmund. Dann haben wir hier, oh, hier Pizarro. Dann haben wir hier von Nürnberg Kubo. Dann haben wir von Dresden Hartmann. Dann haben wir von Werder Bremen Eckestein als Matchwinner. Und dann haben wir hier Max Kose von Werder Bremen. Der wird ja jetzt auch den Verein verlassen nach dieser Saison. Ja. Ja, nach den ersten 25 Minuten führt Frankfurt. Jetzt müssten die Bayern natürlich zwei Tore machen, sonst ist mein Tipp natürlich hinüber. So, hier haben wir von Magdeburg Beck. Dann haben wir hier von Freiburg Höhler. Dann haben wir Strobel von Gladbach. Dann haben wir von Jan Regensburg Grüttner. Dann haben wir von Leverkusen Paulinho. Dann haben wir von Augsburg Richter. Dann haben wir von Wolfsburg Gerhard. Dann haben wir hier von Heidenheim Schnatterer. Dann haben wir das Clublogo von Bielefeld. Oh, hier haben wir eine Club 100 und das im Orakel. Und zwar Timo Werner. Bei dem ist ja auch noch fraglich, ob der jetzt zu den Bayern kommt oder nicht. Ja. So, hier haben wir noch Lars Bender von Leverkusen. Und somit ist die erste Halbzeit beendet. Ja, also Frankfurt führt jetzt in der ersten Halbzeit. Und ich hoffe, dass die Bayern jetzt noch was in der zweiten Halbzeit reisen werden. Und deshalb starten wir jetzt mit der zweiten Halbzeit. Und es geht los. So. Und auf geht's.
Denkt dran, ihr könnt immer eure Tipps unten in die Kommentare schreiben. So, da hätten wir von Erzgebirge Aue natürlich Nazarov. Nazarov. Dann haben wir hier von Hannover 96, die abgestiegen sind, also jetzt absteigen. Albornoz. Dann haben wir von Stuttgart Maffeo. Dann haben wir hier Grammaric von Hoffenheim. Und hier ist das 1:1 durch Sandro Wagner. Ja klar, Sandro Wagner ist nicht mehr bei den Bayern, aber egal. So, hier haben wir von Leipzig Mukiele. Dann haben wir hier von der Hertha Torunariga. Dann haben wir hier von Fortuna Düsseldorf Zimmer. Dann haben wir hier Möller Deli von St. Pauli. Dann haben wir hier das Magdeburg Club Logo. Hier haben wir dann Kapitän Kevin Vogt von Hoffenheim. Ja, da haben wir den ersten Teil der zweiten Halbzeit schon vorbei und wir kommen zu den letzten 25 Minuten dieses Orakels. Mal schauen, was sich hier jetzt tut. Ob Bayern noch ein Tor macht oder ob hier Frankfurt noch was tut. So, hier haben wir dann von Darmstadt Zulu. Dann haben wir hier von Magdeburg Ignowski oder ja, Ignowski. Dann haben wir hier von Hannover 96 Esser. Dann haben wir hier von Stuttgart Akolo. Oh, hier haben wir das 2:1 durch Serge Gnabry. Gnabry. Okay. Sprachenlernbubble. Ja, da haben wir noch Axel Witzel von Dortmund. Hier haben wir dann noch Osako von Werder Bremen. Dann haben wir Törles Knöll von Nürnberg. Hier haben wir dann Stefano Celozzi von Bochum. Oh, hier haben wir das 3:1 durch Niklas Süle. Ja, richtig nice. 3:1. Und dann haben wir hier noch von Wolfsburg Guilavogui. Ja, als Kapitänskarte. Ja. Und dann war's das mit diesem Orakel. Ende, Schluss. Orakel endet hier 3:1. Und mein Tipp ist ein 2:1. Und eure Tipps könnt ihr natürlich unten in die Kommentare schreiben. Jo. Ihr könnt ja mal gerne schreiben, was ihr meint, wer Meister wird. Ob Dortmund es noch packt oder ob Bayern klarer Meister wird. Was heißt klar? So klar ist ja eigentlich noch nicht. Es sind nur 2 Punkte. Durch eine Niederlage und einen Sieg der Dortmunder würde Dortmund Meister werden. Ja. So, ich hoffe, euch hat dieses Orakel gefallen. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.